Und hi Leute, ich bin's wieder. Quitten und willkommen zum 16. Part. Ich war wieder ein bisschen so im unterwegs und habe mich so ein paar Sachen gekümmert. Da habe ich ein paar mehr Seelen Schreckens. Und kurz mal hier um das. Jedenfalls gucken wir jetzt mal, ob wir uns das mit Zerstörer hier. Das ging einfach. Na, hier fragt er sich, was das hier ist. Seething Discharge. Ich habe noch mal hier kurz das. Ich habe mal hier ein bisschen das hier. Brimstone mit gekümmert und das kam jetzt raus. Nice. Jedenfalls, hier bin ich. Oh nee. Ja, wenn man nichts hört, dann kommt er einfach irgendwie aus dem Nichts. Junge, das ging ja noch richtig eng. Hui, das ging schon mal Seelen der Macht. Und hier, this trial. A machine brought to life by the mighty souls of warriors and built to excavate massive tunnels and planets to gather resources. Could have proven useful as trade and didn't have an obsession with turning everything into a tool of destruction. This an inventory to gain a boost to your pick speed. Ist doch mal was. Was sind die ganzen Seelen im Moment tun? Ich hab mal eine Idee. Wir machen ein paar für die Schlüssel des Lichts. 4. Tu mal die Trophäe hier unten hin.
gibt so einen kleinen Trick hier. Wenn man so einen Schlüssel des Lichts hat und dann hier so eine Truhe, kann man den einfach mal reintun und daraus wird dann eine heilige Mimik. Ui. Oh, direkt beim ersten Mal. Nice. Ach egal, ich will ja eh sterben, also. Vielleicht macht das ein bisschen viel Damage. Oh, sie ist weg. Aquatic Scourge. Jetzt geht's aber ab. Was? Ist das eine, die man unter Wasser besiegen soll? Schon ausweichen. Ich weiß, sorry. So, mal sehen. A horror born of pollution and insatiable hunger. Based on size alone, it was merely a juvenile. These scourge creatures are the largest aquatic predators, and very rarely do they frequent in such shallow waters. It's inevitable to gain immunity to sulfurous waters and increase the stats gained from well-fed bass. Ja, gut, dann haben wir das erkannt und tschüss.